Hallo, herzlich. Fuck. Stimmt ja, ach, leck mich fett. Ich bin ja rausgekommen, Alter. Ach, hier ist es noch. Leica? Brüll! Sag deinem Haustier, es soll den Langhals anknochen. Das könnte klappen. Leica? Ich glaube, ich kann dir helfen. So, wir checken noch mal. Das schafft es nicht. Etzler. So, na, Kollegen. Ach, jetzt hat er den weggebracht, okay. Ah. Nein, ich bin nämlich aus Versehen wieder rausgegangen hier. Ach, hier ist das na. Hier ist das na, jetzt dürfen wir den ganzen Spaß noch einmal machen. Jetzt eine dürfen wir den. Konstruktionseinheit. Sie wird interessante Daten enthalten und zwar überraschend einfach zu erreichen. Ach, Edzettle! Der hat. Unsachgemäßer Gebrauch von DSEF-Eigentum. Higgs-Einheiten haben viele Funktionen, aber Ernährung ist keine davon. Jetzt verstehe ich, was du sagen wolltest, du Lump. So, deswegen gehen wir noch mal hier rüber. Das arme Ding hat es nicht verdient, als Kauknochen zu enden. Besser, wir holen es da raus. Ja, Higgs, ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei, hat er gemeint. So, wir schauen mal, dass wir das jetzt hier im Schnelldurchgang machen. Können wir das Ding Hast mit du die aufnehmen? Einheit vergessen? Würde man auf dir rumkauen, würde sie versuchen, dich zu retten. Oh, Hixi. Mach jetzt einmal da kein Drama draus, ne? So, wir klettern mal darüber. Müsste jetzt eigentlich schnell gehen. Zumindest ist es so geplant. Gehen wir hier rüber, jo. Na, läuft doch. Dann haben wir doch hier noch ein paar Frösche. So. Frosch Nummer 1, da war aber noch ein zweiter. So, nun Hixi. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir jetzt da schon am Anfang waren. Strom, 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 Strom. So, der hat ja 10, dann hat er hier 5. Dann können wir das mal getrost wegtun. Okay, jetzt funktionieren wenigstens mal 3. Ich müsste das halt, ne? Richtig hinbekommen irgendwie. Zettler. Ui, und jetzt? Ach, das Orangene jetzt. Alter, das wird jetzt richtig geil. Das, ne? Robin, hier drüben. Hä? Ja.
Wie geil. Gute Idee. Vielleicht hat er Hunger. Hey, Langhalsi. Wow. Mal sehen, ob er die Frucht mag. Wow. Mir doch. Es war die Farbe. Endlich. Geschafft. Gut gemacht. Schnell, Robin. Scanne die Higgs-Einheit. Wer weiß, ob er jetzt eine Vorliebe für Higgs-Einheiten hat. Alter. Nice. Fortschritt freischaltet. Konstruktionscrew. Name, Einheiteninspektion, Ort. Esmeralda. Und zwar die Brücke. Wir hören mal rein. Higgs-Konstruktionseinheit 7238 meldet. Commander Hamilton wendet sich direkt an euch. Wir haben einen Weltraum-Zwischenfall Klasse Alpha erlebt. Wir wissen nicht, was passiert ist. Aus diesem Grund aktivieren wir euch. Kümmert euch darum. Ist der Schaden intern oder extern? Extern. Die Hauptmotoren waren kurzzeitig außer Betrieb. Das müsst ihr untersuchen. Aber die Funktionalität unserer Außenbordsysteme ist gleich null. Bevor uns die Welle der Zerstörung traf, hat uns eine Nachricht von der Erde erreicht. Krass, Freunde, krass. Jetzt muss ich aber doch noch mal schauen, ganz kurz. Ja, okay, entschuldige. So, machen wir weiter mit dem nächsten. Und zwar Konstruktionscrew, Name externer Schaden, Ort Esmeralda, Columbus-Hülle. Die Motoren funktionieren nur teilweise. Wir können Tyson 3 erreichen, aber es wird wesentlich länger dauern. Vor allem der Abbremsvorgang wird beeinträchtigt sein. Hat uns irgendetwas in der Nachricht von der Erde vor dem Zwischenfall gewarnt? Nein, da war nichts. Wir wissen nicht mal, ob sie von der Erde war. Aber es waren definitiv Erddaten. Die ausgecheckten Pakete. Handshake-Protokolle waren verschieden, aber das ist zu erwarten. Wir sind jetzt fast ein Jahrhundert im Weltraum. Aber wir kennen unsere Protokolle. Das hier hat einen anderen Ursprung. Ihr müsst nach draußen gehen. Wir brauchen unsere Kommunikationssysteme. Wir müssen wieder in Kontakt mit der Erde treten und mit Tyson 3. Wir brauchen den Rest der Nachricht. Kontakt zu einer fremden Zivilisation? Man weiß es nicht. Und das Letzte? Konstruktionscrew, Motorreparaturen, Esmeralda, Fusionsmotoren. Das ist schlimm, Commander. Der strukturelle Schaden ist minimal, doch die Außenhülle des Schiffs wurde elektronisch sandgestrahlt. Ohne eine komplette Reparatur kriegen wir die Funksysteme nie wieder online. Aber es kommt noch schlimmer. Unsere lebenserhaltenden Systeme sind kurz vor dem Ausfall. Solarpaneele, Wärmetauscherkacheln, Abfallrecycling, Luftfilter. Alles mit einer Verbindung nach draußen ist betroffen. Wir können den Betrieb zum Teil wiederherstellen, aber das hat Folgen. Das Leben auf der Esmeralda wird sich von nun an ändern. Das Leben wird härter werden. Oh ja, da kommt ja was ganz Schlimmes. Hat der Zwischenfall den Absturz bewirkt? Indirekt. Ja. Wir haben Tyson 3 noch erreicht, aber einige der Probleme wurden nie gelöst. So, wir müssen natürlich noch den Dino machen hier. Die Frage ist halt, ob wir hier dann auch fertig sind, ne? Man weiß es nämlich nicht so. Nein, ich Idiot. Dann haben wir ja den Wurm auch nicht mehr gespeichert, oder? Kann das sein? Wow! Dieses Viech ist so... Einfach nur gigantisch. Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Die Frage ist halt, wieso können wir da rüber? Aber wir bräuchten so ein Teil, ne? Muss immer hochkommen, hier ist immer hochkommen, ne? Uiuiuiuiuiui. Wir klettern und klettern. Dann klettern wir nochmal hier rüber.
komme ich hier hoch? Ah, Scheiße. Hä, wie? Wie komme ich hier hoch? Shit. Ganz nah. So, wie komme ich jetzt darüber? Bin jetzt blöd. Bin ich jetzt blöd, hat er gemeint. So, ich weiß, dass das jetzt hier wieder der falsche Weg ist. Okay, das ist der falsche Weg. Ja, das. Ich weiß, ich hab's gewusst. Etzerle. Sag mal, bin ich jetzt wirklich so blöd? Ich komme nicht mehr da rüber, ne? Wie komme ich jetzt da rüber nochmal? So, dann gehen wir halt nochmal hier geschwind nach oben. Wir haben hier ja alles, ne? Dann gehen wir halt nochmal hier rüber. Wow! Was geht, ne? Warum ist die Musik so komisch gerade? Warum ist die Musik gerade so komisch? Warum ist die Musik gerade so komisch? Nein! Nein! Sag bloß, ne? Willst du mich verarschen? Sag bloß, wir sollen jetzt da über den Hals drüber laufen. Wie waghalsig. Muah, muah, muah. So, wir nehmen aber natürlich hier noch diese ganzen Scanpunkte mit. Gescannt und hinzugefügt. Ist es jetzt dein Ernst? Wow, ich werde zum ersten Mal einen Dino berühren, Hixi. Wie nice. Wie nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Hast du das Blinken gesehen? In dem Bad hier ist etwas. Sie ist zu schnell, Robin. Wir müssen einen anderen Weg finden, sie rauszuholen. Versuch, sie rauszuschöpfen. Wie beim Fischen. Was denn? Was hat geblinkt, Hixi? Oh mein Gott.
Was soll ich machen, Hixi? Soll ich das mitnehmen? Komm, was? Wir nehmen es mal mit. Können wir hier hinterlaufen? Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stehe auf einem Dino. Oh mein Gott. Das ist so krass. Boah, das muss ich nochmal machen. Boah, so jung kommen wir nie mehr zusammen. Oh mein Gott. Wow. Unglaublich. Wow, es ist so krass. Auf einem Dino laufen. Geil. Ach, hier. Edzettler weiß ich's doch. Ach Gott, oh Gott, ich trottel. Yes, wir haben's. Wir haben Six-Man. Yeah, Higgs-Querschnitt. Scan abgeschlossen, wie nice. Wir schauen es uns natürlich gerne mal an. Higgs-Querschnitt, sehr schön. Ui, was ist denn das? Danke, das habe ich für den Test im Modularrobotik gebraucht. Kein Problem. Wo meinst du, befindet sich das Sarkasmus-Modul? Wo meinst du, befindet sich das Sarkasmus-Modul? Der Slogan müsste lauten: Higgs, zuverlässig, sicher, annähernd erträglich. Cool, wie viel haben wir denn? Ja, fehlen uns aber trotzdem noch ein paar, ne? Also es ist noch nicht alles gewesen. Wie cool. Geht er jetzt hoch? Da möchte ich doch nochmal ins Infotarium gehen kurz. Kreaturen. Haben wir den Langhals? Nee, da fehlen uns noch tatsächlich welche. Aber mich würde mal der Fortschritt interessieren. Konstruktionsklo, wir kennen die Wahrheit. Kreaturen an Land, Kommandant. Kreaturen im Wasser, Kreaturen in der Luft. Aktiv bleiben. Ins Abenteuer haben wir auf jeden Fall schon geschafft. Ja, wir haben noch einiges, Alter, zu tun. So, dann hätte ich doch gesagt, geh mir wieder zurück. Hixi-Man. Dann lassen wir hier mal die Dinos sein. Und hepp. So, gehen wir wieder hier rüber. So, und dann müssen wir hier irgendwie herankommen. Warte mal, den Dino müssen wir doch noch aufmachen, ne? Das ist ein anderer Dino, ne? Edzettler hat er gemacht. So, Hixi.
Boah, ihr fetten Frösche. Wo war denn der noch? Der komplette Kopf noch, ne? Nein! Du Lump! Ach, oder? Krass, komm zu Papa! Komm da nicht ran gerade. Jetzt bewegt er sich wieder. Wo geht er jetzt hin? Hey, komm mal bitte ein wenig runter hier, Kollege. Ich muss aufpassen, dass ich mich hier rückwärts hier, ne? Hey! Wow! Wo fehlt da noch was? Hixi? Siehst du da noch was, was fehlt? Ach, da oben. X-Men, du störst gerade ein bisschen. So, wir nehmen das noch mit. Ich will jetzt den Dino haben hier. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Oh, schwere Geburt. Oh, was war das? So, Hixi. Jetzt checken wir mal bei dir die Lage. Ja, das haben wir ja soweit alles, ne? An dem liegt es ja wahrlich jetzt nicht. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt hier wieder raus, ne, aus dieser Misere? In Anführungsstrichen natürlich. Warte mal, wir können uns doch... Ich glaube, wir müssen uns doch auch hier rüber... Ja, nicht hangeln, aber hier, ne? Und... Genau, hier können wir uns entlang... Dingsbumsen, sehr schön. So. Du musst einen anderen Weg zurückfinden oder den hier irgendwie fortjagen. Na, ja, hock dich erst mal. Leica! Los, brüll! Nicht laufen, du Trottel!
Wow! Wow! Ja, fein! Ja, fein, hey. Hier! Brill! Das juckt jetzt aber dem nicht. So, dann gehen wir mal darüber. Das brauchen wir aber, glaube ich. Was denn? Lass mich dir doch dabei helfen. Hast du eine bessere Idee, Hixi Man? So. Oh, hi. Kannst doch, oder nicht? Was willst du nur da helfen? Ist doch alles volle Pulle. Oder? Robin, hier drüben. Was? Was? Wo denn? So, ich skandaliere mal wieder hier schön gerade so. Hallo! Entschuldigung, Robin? Ja, bitte? Ach, hier rüber? Nein! Wir hätten da rüber können. Ich glaube, ich kann dir helfen. Ja, jetzt habe ich es abgegriffen. Leica, geh mal kurz weg. Leica, geh mal weg, dass die mein Weg ist, ey. Sehr schön, ich will aber noch diesen Dino hier haben. Das ist meine Pflicht und meine Aufgabe, liebe Freunde. Lass mich dir doch dabei helfen. Bei was denn? Ich komm doch gleich. Ich glaube, ich muss echt immer den Kopf machen. Hier, Robin. Es gibt schon mal eine Ruhe, Hixi, hat er gemeint. So, jetzt muss ich das vermeintlich leichteste noch machen, und zwar hier rum. Robin, sieh mal. Was denn? Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nirgendwo Neid habe, ne? Denk dran, sie dir im Infotarium anzusehen. Boah, meine Fresse. So. Ja, Leica! Jetzt sind wir hier drüben. Wo geht's weiter, Hixi?
Hier waren wir ja schon, glaube ich, ne? Das lange Baby scheint Probleme zu haben. Meinst du, wir können ihm helfen, Hicks? Ja, wir könnten ihm helfen. Moralisch sollten wir das. Aber ich frage mich, wie seine Eltern reagieren. Ach, du grüne Neune. Ach, ich kann gar nicht unterschauen. Erstmal den Salamander schnappen da. Ist gern erfolgreich. So. Hey, ganz ruhig. Oh mein Gott. Vertrauen. Wir wollen dir helfen. Es könnte sich selbst herausziehen, wenn es einen festen Stand hätte. Wie machen wir hier einen festen Stand? Halte durch, mein Kleines. Spielt sich hier für Draven ab. Komm schon. Shit. Was haben wir hier noch Hübsches? Nix mehr, ne? Ja, Laika, ich probiere ja mein Bestes hier. Shit, wie können wir die befreien? Wieso ist Laika da drüben? Hat das auch was zu bedeuten, ne? Hier wird aber das Spiel gespeichert. Warum, das weiß kein Mensch. Hier komme ich nicht rüber, ne? Shit, ich muss das halt perfekt. Ne? Abschätzen dann mit dem Werfen auch. Was anderes fällt mir jetzt hier gerade ehrlich gesagt nicht ein. Deswegen probieren wir es mal. Gehen wir vorsichtig hier rüber nochmal. Halte durch! Nein! Verfluchter Mist! Wie viele Minuten haben wir überhaupt? Ach, 34 Minuten, wisst ihr was? Liebe Freunde, machen wir hier eine Pause und retten sie dann morgen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Nicht so laut hier und zack, bye bye, servus. Macht's gut, euer Franconia.